In diesem Segelflugzeug sitzt eine fliegende Legende. Denn seit 78 Jahren ist das enge Cockpit sein zweites Wohnzimmer. Ach, wir sitzen an sich ganz bequem drin. Und wir haben eben im Gegensatz zum Kinositzen, wo man nach 2 Stunden müde ist, durch die Steuerung, ich habe dauernd was zu tun. Das fördert die Durchblutung und deswegen ist das ganz gut auszuhalten. Jetzt in meinem Alter von mehr als 91 Jahren, da muss ich mich ein bisschen beschränken. 6 Stunden, habe ich mir gedacht, ist so ungefähr das, was ich mir noch zumute. Ein Leben für die Fliegerei. 50 Weltrekorde im Segelflug hält Hans-Werner Grosse. Unübertroffen sein Langstreckenflug. 1972 segelte er von Lübeck nonstop und ohne Motor in knapp 12 Stunden bis nach Biarritz, Südfrankreich. Mit Joggen, Tanzen und Skifahren hält sich der Textilkaufmann fit. Regelmäßig besteht er die ärztliche Flugtauglichkeitsprüfung. Warum also sollte er aufhören? Hier unten unterschreiben. Bald wird er 92 und immer noch läuft er flink wie ein Wiesel über den Flugplatz. Das Fliegen lernte er übrigens 1936 auf einem Schulgleiter der Hitlerjugend. 3 Jahre später dann die erste Bruchlandung. Ich habe das überlebt, wenn auch verletzt. Und das hat mich auch nicht dazu gebracht, von der Fliegerei Abstand zu nehmen. Heute soll es noch mal kurz nach Schwerin gehen. Hans-Werner Grosse fliegt das größte Segelflugzeug der Welt mit 31 Meter Spannweite. Gestartet wird mit einem Hilfsmotor. Oben in der Luft beflügeln allein thermische Aufwinde den Hightech-Segler. Um die Navigation kümmert sich Ehefrau Karin. Vor 40 Jahren lernten sie sich auf dem Flugplatz kennen. Wo sonst? Ohne Karin geht überhaupt nichts. Erstmal mit den Vorbereitungen. Und sie ist auch wichtig. Die schönen Dinge, die man erleben kann, die erlebt man zu zweit doppelt schön. Er ist jetzt links neben uns. Auch ist es in der Luft zu zweit sicherer. Vorsichtig war der alte Hase schon immer. Naja, es gibt einen alten Fliegerspruch. Es gibt mutige Flieger und es gibt alte Flieger. Alte, mutige Flieger gibt es nicht. Die sind vorher umgekommen. Er muss es wissen. Mit 21 wurde er Bomberpilot, griff englische Geleitzüge im Nordmeer an. 2-mal stürzte er ab. Seither hat er ein gestörtes Verhältnis zur Luftwaffe. Wir wollten fliegen, wie der Vogel fliegt, wie die ewige Menschheitssehnsucht gewesen ist. Und dann kam der Krieg und dann kam das Grauen. Und die Fliegerei, die wir so verehrten, die hat dazu geführt, dass Millionen Tote in Europa waren, in der ganzen Welt. Nach dem Krieg ist Hans-Werner Grosse einer der ersten Piloten, die wieder friedlich über Lübeck kreisen. Seit Jahren fördert er den Nachwuchs. Für den hat das Fliegerass einen guten Tipp. Immer vorsichtig sein und immer dazulernen. Und dann wird man sehen, man ist niemals ganz fertig, bis man, ja, wie ich, ein Greis ist. Manchmal träumt er davon, dass ihm Flügel gewachsen sind und er wie ein Vogel durch die Wolken fliegt. Dem Ikarus der Neuzeit wollen wir das gerne glauben.